So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Blattgrün. Wir haben in der letzten Folge scheinbar die Nuggetbrücke überquert und... Also, keine Ahnung, warum das die Nuggetbrücke ist. Auf jeden Fall Arena platt gemacht, hier durchgekämpft und... Ja, den Bereich kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Oder ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Mal sehen, was wir so passiert hier oben. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon, ich bin furchtbar neidisch. Dann sei das mal. Neid ist zwar nicht unbedingt das Beste, aber... Nein. Wenn es dir Spaß macht. Ja, wir haben eine Nidoqueen, das ist sehr schön. Ich mag Nidoqueens. Wert von Nidoqueen. Okay. Ich sag mal, hau weg, ne? Ja, um mir einen kurzen Überblick zu verschaffen, wo wir gerade sind und was wir gerade machen, bin ich einmal zurück zum Pokécenter, hab nochmal die Pokémon durchgeguckt und noch einen Testkampf gemacht. Läuft? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt auf einmal im Vergleich zur letzten Folge alle Full Life sind. Liegt halt daran, dass ich einmal zurück. Ja, und Nidoqueen macht das hier schon ziemlich entspannt. Einfach Doppelkick und weg. Also ich bin sehr zufrieden mit der Verwendung des Mondsteins so. Ach komm, lassen wir sie. Warum nicht? Doppelkick, auch schon alles richtig eingestellt. One-hitten wir den Gegner einfach. Nicht one-hitten. Interessant. Ja, aber Doppelkick ist ja immer eine Attacke. Nicht sehr effektiv, ihr Rappler wurde besiegt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin ich sauer? Nein, bist du gar nicht. Alles schick. Alles super. Küstenhaus hier wohnt Bill. Und was ist ein Bill? Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Ja, die Arena-Leiterin Mysti hat hohe Erwartungen an diesen Ort, ne? Der Ort. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von Azuria City bist, solltest du jemanden dabei haben. Ja, kann mir nicht einfach jemanden schnitzen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein... waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Sie? Oder Pummelhoff. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Willst du mir nicht erstmal erklären, worum es geht? Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Verschiedenfarbige linker Eine Blaupause mit vielen Diagrammen und Text. Okay, dem Rest sagt er nichts. Vielleicht was zu diesen interessant aussehenden Blumen? Nein? Dann gehen wir einfach an den Computer. Retichi hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Wir kriegen ein Slimog, ein Bibi. Hooray, ist ein Typ geworden. Achso, wir können...
Klasse, danke Kleine, du hast mir echt, du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um deine Pokémon-Sammlung, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Bootsticket. Pack Bootsticket in Tasche. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die SMS Anne. Dann legt die Anne an. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Naja, wir haben jetzt das... Ja, okay. Die Karte haben wir. Wir haben Leute, oder brauchen Leute, die wir betrauen können für Geld. Also von daher werden wir da sicher hingehen. Es wäre nur cool, wenn er uns, sagen wir mal, zuerst fragt, ob wir da Bock drauf haben und uns dann das Ding. Anders. Ich hab's dir schon geschenkt, Ian. Ah, das ist der Alternativweg. Für weniger Umwege und so. Tipps für Trainer. Ein Pokémon kann ein Item zum Halten gegeben werden. Manche Items können sogar von Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Okay. Die nächste Frage ist, haben wir ein Pokémon, das Zerschneider kann? Weil ansonsten bin ich jetzt gerade echt ein bisschen gut geparkt, wo wir überhaupt hin sollen und was wir gerade machen. Mein naives Bibi. Ja. Kannst du schon fliegen? Dämliche Frage für den Vogel. Andererseits war es eine ganze Zeit lang ein Küken, von daher. Die können ja nicht automatisch. Wenn das die Arena ist. Achso, das ist der Markt. Ich gehe einfach mal eiskalt davon aus, dass wir die Arena schon durch haben. Die Leute hier wurden beraubt. Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Aber ein kleines 10-, 11-jähriges Mädchen darf das machen. Ja, sehr schön. Du hast Müsli besiegt. Ich habe... habe ich es nicht gesagt? Glaub mir, wir beide bilden ein sehr gutes Team. Typ. Ist damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Aber ist okay. Er braucht ja auch eine Daseinsberechtigung, wenn er sie sich nur einredet. Team Rocket braucht für den braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM. Mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Indizien sprechen für einen Einbruch. Uhren auch. Hallo. Bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue, ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Pokémon-Kampf. Im Rocket Rüpel, Macho. Gift gegen Muskeln passt. Das galt auch weg. Mein Volltreffer ist nicht sehr effektiv. Giftstachel? Ja, dann sei mal vergiftet. Ist okay. Auch weg. Da lohnt sich jetzt eigentlich nichts anderes mehr, ne? Noch ein Volltreffer, sehr gut. Queenie hat gerade scheinbar richtig Bock, Leute zu kloppen. Traumato.
ein Traumato. Ich tausche mal. Wie passend. Psycho gegen Psycho. Mal sehen, wie stark ist Konfusion gegen Traumato. Nicht sehr effektiv. Das ist gut. Das heißt, alle seine Attacken werden wahrscheinlich auch nicht sehr effektiv sein. Hilft. Wurde vergiftet. Stachelspore. Fehl. Nee. Ja, Konfusion, das hat bei dir schon nicht gewirkt. Surprise. Schlafpuder. Hält sich mit Insomnia wach. Applaus. Wurde durch Gift verletzt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gegen was sind Psycho-Attacken eigentlich im Schwach? Gegen Geister, oder? Bin mir nicht sicher. Attacke ging daneben. Amato wurde vom Gift. Hey. Weiß schon, warum ich die Viecher mag. Ah, versuchen wir es mit Furienschlag. Zweimal nur. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass manchmal das Furienschlag nicht mehr als dreimal treffen kann jetzt. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Ja, hau ab. Okay, ich gebe die gestohlene TM zurück. TM28, Butler. Ich gehe wohl besser. Okay. Ja, von mir aus. Also, was gibt's hier erstmal zu tun? Hier sind. Route 5! Das ist die legendäre Pokémon Center. Wie heißt das? Pokémon Pension? Interessanter, was gibt's hier für Pokémon? Ein Knofenser! Das habe ich schon gefangen, tut mir leid. Wie gesagt, ich war vor der Folge kurz unterwegs und da ist mir ein weibliches Knofenser über den Weg gelaufen. Das war Level 14. Giftstachel. Nicht effektiv. Aha, Wickel. Ich kenne genau das richtige Pokémon für das Pflanzen. Leider schläft es gerade. Toll. Anidoqueen kann jetzt nicht ausgetauscht werden. Na dann trampeln wir einfach auf dem rum, was dich da umwickelt. Schlafpuder. Ja. Aber deswegen weiß ich auch, dass Knofensas gegen Gift immun sind. Ich habe nämlich beim Fangen versucht, es mit Smetbo zu vergiften und einzuschläfern. Daraus lernen wir, Knofensas sind voll gemein. Ein Miauzi! Das muss ich haben. Riesen-Niedbaum. Da gibt es nur eine vernünftige Taktik für. Wir schmeißen ihm Bisasam an den Kopf. Ja, es geht hier eh um Spezialangriff. Ich meine, Bisa hat nicht mal eine Attacke, mit der er den normalen Angriff benutzt. Und egal was ich tue, Mauzi wäre instant tot. Nein. Der Rot.
Haben wir irgendwas Verwundetes? Verletztes? Halbtotes? Ja, Schmetko. Kannst du auch Schlafpuder und Paralysepuder und so benutzen? Ausgerechnet jetzt macht er natürlich eine Attacke. Das ist ja ein Weibchen. Wir wollen hier ja nicht von alten Traditionen abweichen, dass wir nur weibliche Pokémon fangen. Also, zufällig. Ja. Schatachelspore. Wählen. Scheinbar kann nur eine Spore zur Zeit auf dem Ding aktiv sein. Ein Puder. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass die Edbo gleich mehrere kann. Versuchen wir einfach nochmal. Mehr Stati sind ja gut. Nee, ich kann das arme Tier einfach nicht angreifen. Geht nicht. Das funktioniert effektiv überhaupt nicht. Also, klar, nicht angreifen, aber, ne? Wir haben gesehen, was es bei einem 17er Psycho-Pokémon mit nicht effektiv anrichtet, wenn ich Konfusion anrichte. Das waren nämlich auch 20% Schaden. Dann will ich gar nicht wissen, wie es bei einem Level 10er nicht Psycho-Pokémon abgeht. Es greift eventuell nicht an. Ist. Roter Bereich? Nein, einmal noch. Schalaf, Bruder. Befehl. Biss. Beutel, Mauzi fangen. Miau. Mir wurde gesagt, in der Vorbesprechung, als ich fragte, ob man irgendwie vernünftig Geld in dem Spiel machen kann, weil es gibt ja nicht unendlich Trainer, wäre Mauzi eine Möglichkeit. Mauzi. Dieses Pokémon bewundert runde Objekte. Es sucht Nacht auf den Straßen nach verlorenen Münzen. Mauzi hat eigentlich einen Spitznamen verdient, da es sich aber später weiterentwickeln wird, zwangsweise. Lieber nicht. Gibt's hier noch mehr interessante Pokémon? Ich glaube, ich sollte lieber weitermachen. Hallo, noch ein Mauzi! Natürlich ist es jetzt ein Männchen. Aber wir gucken mal nach, was Konfusion von Smetty dann wirklich bei ihm angerichtet hätte. Gut, dass das wieder ein Level 4 10er ist. Also vergleichbar. Ja, bis. Ja, gut, mit Egelsamen drauf. Wäre das schlecht geworden. Das Igelsamen einmal abziehen, dann Pokémonwechsel einmal abziehen, Konfusion einmal abziehen, tot. Ne? Hätte es wirklich nicht anders machen können. Ich leite diese Pension. Soll ich eins deiner Pokémon großziehen? Dann bis später! Ah, ein PC, sehr gut. Und Ende der Folge, auch schön. Also eigentlich nicht. Außerloggen. Weil wir brauchen ein Pokémon Center, um die frisch gefangenen Mauzis und ähnliches mitzunehmen und zu leveln. Was ist hier los? Was sagst du? Tunnelfahrt Azuria Urana. Haus. Tunnelfahrt. Und hier? Oh, ich bin so durstig. Ich bin gesperrt. Okay. Gut. Dann bleibt für mich in diesem Part nicht mehr viel zu tun. Ich kann nur noch nach oben sprinten und gucken, wo es in die andere Richtung hingeht. Andere Richtung. Nicht sehr weit. Sehr schön. Dann
haben wir ja schon mal genug für die nächste Folge. Im Prinzip können wir sagen, wir loggen uns unterhalb, oder ich mache jetzt hier einen Cut, unterhalb der Pension. Dann wissen die anderen wahrscheinlich, hoffe ich mal, was zu tun ist. Und ich sage soweit, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.